Willkommen zurück auf meinem Kanal, und was ihr hier da gerade auf dem Bildschirm seht, das ist das Problem mit der finiten Differenzierung. Und was das bedeutet, darum soll es in diesem Video gehen. So, dieses Video ist also eine Folge zu dem letzten Video, wo wir die finite Differenzierung implementiert haben und so gesehen ein Vorbereitungsvideo für die algorithmische Differenziation, das ja ein bisschen das Warum motivieren soll. Also bei der finiten Differenzierung, im einfachsten Fall, gucken wir uns eine unäre Funktion, also eine Funktion f in einer Variablen x, die eindimensional ist, an. Denn wenn f differenzierbar ist, können wir die Ableitung schreiben, der Definition nach, als dieser Bruch f von x plus h minus f von x durch h, den wir durch Grenzübergang, bei dem wir h nach 0 schicken, uns im Limit, im Limes angucken. Das Problem ist aber, dass Computersysteme diesen Limes nicht mitgehen können. Das heißt, wir müssen uns da etwas anderes überlegen, um Ableitungen am Computer zu ermöglichen. Und eine Idee ist es, den Grenzübergang einfach wegfallen zu lassen und sich nur auf den Bruch als solchen zu konzentrieren und für die Variable h, die diskrete Schrittweite, schlicht und ergreifend ein sogenanntes kleines h einsetzen, also einen möglichst kleinen Wert. Das heißt dann aber auch, dass dieser so gewählte Ansatz von vornherein her einen Fehler in Kauf nimmt, einen sogenannten Abschneidungsfehler oder Fehler durch die Approximation. Weil wir von vornherein her sagen, okay, wir möchten das Problem und die grundlegende Problemstellung, die wir hier zu lösen versuchen, ist zu differenzieren, eine Funktion zu differenzieren, eine Ableitung zu bilden. Und dass wir von vornherein her sagen, dass wir das Problem nicht exakt lösen, sondern nur näherungsweise, kaufen wir uns also an der Stelle schon einen Annäherungsfehler ein. Der Fehler durch die Approximation, der dann natürlich dann definiert ist, entweder wie es hier steht, als die Ableitung minus der finiten Differenz oder eben der Betrag davon. Und dieser Plot hier ist eine Fehlerkurve. Hier habe ich also die tatsächliche Differenziation oder tatsächliche Ableitung einer Funktion, deren Ableitung ich kenne, verglichen gegen finite Differenzierung auf sie angewandt. Und was wir jetzt hier sehen, die x-Achse, wenn ich jetzt hier mal den Foliensatz von eben zurückholen darf, genau, also die x-Achse, das ist unser kleines, in Anführungszeichen, unser kleines h. Und rechts finden wir relativ große Werte, 10 hoch minus 1, also 0,1, dann 10 hoch minus 2, was hier nicht angestrichen steht, ist dann 0,01 und dann 10 hoch minus 3 ist 0,001 und immer so weiter. Das heißt, wenn wir nach links gehen, wird h immer kleiner. Und auf der y-Achse sehen wir dann tatsächlich den Fehler. Also die Differenz zwischen der tatsächlichen Ableitung und was der Computer auch immer aus dieser finiten Differenz hier macht. Und wie wir sehen, wenn wir hier mit sehr groben Hs anfangen und lassen dieses H immer kleiner werden, also bewegen uns langsam weiter nach links, dann sehen wir auch, dass der Fehler zunächst erst einmal abfällt. Das ist auch, was zu erwarten ist. Ja. Je kleiner wir dieses H wählen, desto näher bringen wir den finiten Differenzierungsquotienten an die tatsächliche Ableitung heran. Aber irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo sich keine Verbesserung mehr einstellt. Dann haben wir hier bei 10 hoch minus 8, einer diskreten Schrittweite von 10 hoch minus 8, quasi das Optimum von ungefähr 10 hoch minus 11 erreicht. Und von hier an wird es im Wesentlichen nur noch schlechter, vor allen Dingen erratisch, sehr erratisch schlechter. Diese sehr markante V-Form oder besser gesagt die beiden Schenkel haben jeweils auch einen Namen. Den einen Namen, den haben wir schon gehört, das war der Abschneidungsfehler oder der Fehler durch die Approximation, im Englischen der Truncation Error, also schon der gedachte Fehler, der sich in der Ansatzidee verbirgt, durch unsere Absicht von vornherein her erst gar nicht exakt zu arbeiten, sondern nur näherungsweise. Dieser Truncation Error, dieser Abschneidungsfehler, der wird halt zusehends immer besser, bis dann irgendwann der sogenannte Rundungsfehler oder zu gut Englisch Round-Off Error übernimmt. Der Computer kann leider nicht mit reellen Zahlen im Allgemeinen rechnen, sondern lediglich mit einer sehr eingeschränkten, sehr beschränkten Teilmenge der rationalen Zahlen, die wir da die computerdarstellbaren Zahlen nennen.
Während die rationalen Zahlen selber ja auch schon eine nur eine echte Teilmenge der reellen Zahlen sind. Also die meisten reellen Zahlen sind für uns gar nicht zugänglich. Pi zum Beispiel. Wir müssen immer eine andere computerdarstellbare Zahl wählen, die ungefähr in der Nähe der tatsächlichen Zahl liegt, mit der wir arbeiten wollen. Und das heißt aber eben auch, dass jede einzelne Rechenoperation, die am Computer stattfindet, jede Addition, jede Subtraktion, jede Multiplikation, jede Division, jeder Sinus, jeder Cosinus, jede einzelne Rechenoperation ist immer mit einem Fehler behaftet, weil das Ergebnis der Operation eben nicht das tatsächliche Ergebnis ist, sondern die möglichst nächstliegende computerdarstellbare Zahl. Zu diesem Ergebnis. Und wenn mehrere Rechenoperationen aufeinander folgen, dann bauen sich diese Fehler auch auf. Und wenn ich mich dann langsam in diese Grenzgebiete begebe, da wo schon ohnehin die Dichte der computerdarstellbaren Zahlen immer mehr abnimmt, also bei sehr, sehr, sehr kleinen Werten oder bei sehr, sehr, sehr großen Werten und noch schlimmer, wenn kleine und große Werte miteinander interagieren, und das ist ja auch was bei der finiten Differenz passiert, wenn das h nur allzu klein wird, dann haben wir hier dann haben wir f von x ist vermutlich eine relativ große Zahl, f von x plus h ist eine vermutlich sehr ähnlich große Zahl und die Differenz ist dann sehr klein und kann nicht mehr verlustfrei dargestellt werden und wird dann auch noch obendrein von einer wahnsinnig kleinen Zahl dividiert. Das führt dann eben dazu, dass dieser Rundungsfehler, also der Fehler, der durch das Arbeiten des Computersystems geschieht, mehr oder weniger völlig außer Kontrolle gerät. Ja. Zu jeder Zeit, also sowohl links wie auch rechts im Bild, sind immer beide Sorten von Fehler präsent. Also auch hier für relativ grobe h gibt es einen Rundungsfehler und einen Abschneidungsfehler, aber der Rundungsfehler hier vorne ist so klein, dass er nicht ins Gewicht fällt und total dominiert wird vom Abschneidungsfehler. Hier im Scheitelpunkt sind beide Fehlergrößen also ungefähr gleichwertig. Und wenn wir weiter nach links gehen, kommen wir in den Bereich, wo der Abschneidungsfehler vernachlässigbar klein geworden ist, aber eben der Rundungsfehler total dominiert und übernommen hat. So. Jetzt kann man an der Stelle sagen, 10 hoch minus 11, das ist doch eine gute Genauigkeit, die wir hier erreichen. Im Optimum bei 10 hoch minus 8 finite differenzieren wir doch einfach alles mit 10 hoch minus 8. Und dann kommen hier aber die nächsten schlechten Neuigkeiten. Verschiedene Funktionen erreichen unterschiedliche Genauigkeit und das zu jeweils unterschiedlichen optimalen diskreten Schrittweiten. Und das sind jetzt hier auch zwei ziemlich einfache Funktionen, die überhaupt gar nicht praxisnah sind. In der Praxis wird das Ganze also eigentlich nur noch schlimmer. Und zwar haben wir hier einmal x² durch 1000. Das war die, das, da, dazu gehört die blaue Kurve. Und wir haben Sinus x plus 318, dazu gehört die orange Kurve. Und jetzt packen wir noch eine dritte Kurve dazu. Zack. Das ist die Hintereinanderausführung von Orange und Blau. Ja, also grün ist Orange angewandt auf Blau. Nicht? Ja, Orange angewandt auf Blau. Das ist also das Ergebnis, was die Funktion von Blau zurückliefert, wird in die Funktion von Orange eingesetzt. Entsprechend auch findet mathematisch formell findet also eine Kettenregel notwendigerweise statt, wenn Blau und Orange miteinander ausgeführt werden, beziehungsweise wir verwenden ja hier die finite Differenzierung. Da müssen wir uns um solche Details keine Gedanken machen. Das ist der große Vorteil der finiten Differenzierung natürlich. Ich muss im Grunde nichts über die Funktion f wissen. Ich muss nicht wissen, aus was sie sich zusammensetzt, wie sie sich darstellt. Ich muss nicht wissen, wie sie implementiert ist oder durch was, weil die finite Differenzierung einfach von außen angewandt werden kann. Aber eben der große Nachteil ist, dass ich wenig Kontrolle über die Güte habe. Und wenn ich eine Optimierung oder eine Simulation durchführe, wo verschiedene Teilfunktionen zu betrachten sind und jede davon hat dann ihr eigenes Optimum bezüglich der finiten Differenzierung, das ja im Übrigen auch erstmal gefunden werden muss, da habe ich dann so ein kleines Unteroptimierungsproblem, das es zu lösen gilt, geeignete Schrittweiten für die finite Differenzierung zu finden. Und manchmal kann ich vielleicht auch gar nicht für unterschiedliche Teilfunktionen unterschiedliche diskrete Schrittweiten wählen. Vielleicht muss ich einen für alle wählen, muss also irgendwie einen Kompromiss finden. Und dann stellt sich die Frage, gibt es da diesen Sweet Spot? Also gibt es überhaupt einen Kompromiss, der für alle Funktionen zu einer ausreichenden Genauigkeit der angenäherten Ableitung führt? Schwer zu sagen.
Die algorithmische Differenziation überkommt dieses Problem, weil die algorithmische Differenziation von vornherein her gar keinen Truncation Error hat, also gar keinen Abschneidungsfehler hat. Das ist ein Algorithmus zur exakten Bestimmung der Ableitung, hat dann aber eben wiederum den Nachteil, dass ich mehr über die Funktion wissen muss. Aber das behandeln wir dann im nächsten Video. An dieser Stelle hier soll es damit gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!